Also wie es aussieht, wie funktioniert das? Was sagst du dazu? Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich bin auch sehr froh darüber, wenn es funktioniert. So. Ob ich jetzt schon einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend sage? Ich weiß ja gar nicht, ob das da unten alles... Ja, Ausschau ist da. Schalten wir mal einen Alarm ein, wa? Jawohl, der Alarm. Oh, hier ist Post. Alter, ich hab Krampf im rechten Bein, Alter. Jups. Oh, jawohl. Das ist so hier, so, ja. Immer noch? Ja. Oh, Alter, ehrlich. Oh, shit, Mann. Wunderschön. Guten Abend. Guten Mittag und guten Morgen. Aha. Herzlich willkommen zu diesem überaus fantastischen Video, muss ich mal sagen. Ich werde einfach gleich anfangen. Ich glaube, ich habe die Physik überlistet und habe es hinbekommen, dass ihr jetzt auch Steffi hört. Hallo Steffi. Hallo. Genau. Wie das alles funktioniert, ist natürlich streng geheim. So eine direkte Verdrahtung hat, wie ihr ja wisst, nicht funktioniert. Dass man einfach bloß ein paar Widerstände dazwischen lötet und alles ist gut. Nein, das ging natürlich nicht. Sondern ich habe mich besonnen, wie doch die ersten Geräte funktioniert haben, namens Modem. Das waren diese Tonkoppler gewesen oder wie die auch immer heißen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie sie sich sowas nennen. Und zwar, ihr habt irgendeinen Fehlton in der Leitung. Irgendwas hat da immer gestört und geknistert und geknarzt. Und jetzt ist es so, dass ich einen Ton abgenommen habe vom Kopfhörer, habe da installiert einen kleineren Kopfhörer von einem Handy, so ein Ding, was man sich ins Ohr stopft, und habe da direkt dagegen ein Mikrofon gebaut, also sprich, dass es den analogen Ton bekommt ohne irgendwelchen anderen Scheiß, also den blanken analogen Ton von Steffi, von mir sozusagen rein bekommt. In die GoPro. Also, wenn ich richtig gut bin, dann blende ich euch mal jetzt hier so eine unglaublich fantastisch erstellte technische Zeichnung ein. Wenn nicht, dann nicht. Aber das ist jetzt sozusagen der erste Testlauf. Höre ich Steffi? Oder hört ihr Steffi? Ich höre Steffi über den Intercom. Aber hört ihr Steffi? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ich glaube ja. Gut, hast du noch irgendwas, Steffi? Willst du noch irgendjemanden grüßen oder so? Nö. Ich grüße ja auch keiner. Nein. Oh. Achso, wir arbeiten gerade an einer nagelneuen Regenjacke, weil nämlich schon dreimal hat es nicht geklappt. Das letzte Mal hat es so halb geklappt, der hat sich bloß gelöst und jetzt haben wir ihn, der uns die komplett schneidert, so wie auch unsere Jogginganzüge. Also sprich, alles wird gedruckt und dann erst genäht. So richtig nicht andersrum, also sprich, sozusagen der Aufdruck ist direkt im Stoff drin und wird sich auch überhaupt nicht lösen oder irgendwas anderes, das hält einfach, ne? Ach so? Ne, den habe ich nicht gehört. Hier, klar. Wer ist denn da? Oh, wer ist denn da? Ah, jetzt höre ich auch einen anderen. Warum ist der schon wieder? Mann. Ach, das ist ja Andreas, was? Richtig. Oh, ich höre dich schon. Ich
Dich auch. Ey, was ist denn ein richtiger Bass, Junge? Was ist denn da los? Oh ja. Ich hätte hier noch ein paar Zwiebeln. Oh, die Zwiebeln, die schmiegt mir nachher auf Brot, Baby. Guck mal, da stehen auch noch ein paar Verrückte. Da stehen noch ein paar Verrückte. Und hier steht noch so was ganz Verrücktes. Oh, verrückte Leute, Baby. Haha, die Tür, Alter. Einfach nur geil. So. Haben wir? Alter! Drei. Ja, dann lassen wir mal das Video einfach noch ein bisschen laufen. Genau. Man muss ja nicht immer was erzählen. Nein. Außer, dass ich vor 3 Wochen mit dem Maverick gefahren bin. Ja, stimmt. Und dann müssen wir gerne noch das eine oder andere Video einblenden, oder? Natürlich. Okay. Okay. Okay, dann wollen wir mal. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Holzschlagemittag und guten Abend. Jetzt sind ein bisschen Steffi Mittag inne geht. Keine Ahnung, ob man sie sieht. Ja, sieht man. Hören könnte so leider aber noch nicht, weil naja. Das übliche mit dem Intercom, genau. Ich guck mal hier wieder in dem Maverick und drehe so meine Runde und drehe am Volant. Ich kann Steffi ja nicht mehr sehen. Steffi, bist du da? Ich habe jetzt so gut, wa? Wenn Steffi vorfährt, dann stehe ich hier im Nebel. Ich sehe auf der Kamera, dass man eigentlich gar nichts sieht. Aber vertraut mir, das ist nicht schön. Darum muss ich mich mal etwas fallen lassen. Weiß ich nicht, bis hier der ganze Schlons mal so abzieht. Junge, Junge, Junge. Kurz zum Vergleich. So staubig, ey. Oh, Alter. Ich sehe gar nichts, Alter. Hallo? Ja, ja. Okay.
Ich bin da. Oh, ich bin unten, ja. Oh. Okay. Hätte mal Renegade fahren. So, na denn. Ich hoffe, dass alles gut zu sehen ist. Steffi fährt jetzt ein bisschen mit meinem Automobil. Nee, hat sie nicht. Geht aber alles angenehm leicht, ne? Gut, dass du jetzt schon schneller fährst, als mit der Renne geht. Ist immer wieder dasselbe. Ach so? Ja, dann musst du mal auftreten. Los! Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt,